So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shimmega Tensei Devil Survivor 2, nicht gerade. Ja, letztes Mal haben wir Daichi und Ino besiegt. Und haben uns auch den neuen Seven Trionen gewidmet. Jetzt weiß ich bloß gar nicht, wie der hieß. Bennett Marsh. Ich glaube, so war es. Alles erlebt, da bist du. Nein, da stand sie nicht drin. Ist es so, weil da steht es irgendwie nicht so drin. Tja, okay. Moment. Ja, okay, der einzige auf drei. Auf jeden Fall haben wir Bennett Marsh angegriffen, konnten ihn aber nicht besiegen, weil er ein bisschen unfair ist. Und zwar hat er alle Dämonen, die im Kampf waren, zurückgeschickt. Das heißt, unsere auch. Und wir konnten dann auch keine neuen beschwören und er ist immun gegen menschliche Angriffe. War nicht so geil. Deswegen zurückgezogen. Jetzt sollen wir erstmal schauen, dass wir die ganzen menschlichen Gegner besiegen. So, und jetzt wenden wir uns an Osaka. Du findest einen, keine Ahnung was, aus in den Daichi. Pflaster. Das ist Pflaster nochmal. Keine Ahnung. Scheiß, schlechte Neuigkeiten. Ja, was ist es? Es sind die Osaka-Typen. Sie dringen in die Stadt ein und laufen hier wahnsinnig rampant, also. Ja. Zadok ist auf dem. Zadok ist auch auf dem Weg dahin. Du musst mit uns kommen. Ja. So, da sind wir schon mal. Hier ist niemand. Hier ist niemand. Was ist los? Was geht hier vor sich? Nein, sie sind hier. Ich habe keine Idee, warum sie sich verstecken. Also hast du direkt durch uns durchgesehen. Diese unmenschlichen Skills. Wir haben lange auf dich gewartet, Infinite. Wir haben auf dich gewartet. Nicht lange. Wir haben gewartet. Heyo. Wie geht es euch? Du, wir sind umzingelt. Wir sind professionelle Soldaten. Wir sind euch strategisch einen Schritt voraus. Ich verstehe nicht. Ist das ein Überfall? Es sieht aus wie eine ziemlich uninteressante Kampfstrategie. Also nicht interessant, sondern. Beeindruckende. So ungefähr sollte es logisch sein. Ja, scheinbar. Okay. Sei ruhig. Also, was willst du sagen? Werdet ihr jetzt gegen uns kämpfen oder werdet ihr euch jetzt ergeben? Wieder. Lass uns damit aufhören. Ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Du schon wieder. Aber ich bin mit dem Matus Prinzipien einverstanden. Ein Mann sollte nie an sein Wort zurückgehen. Das ist nicht richtig. Wir sind Freunde. Freunde sollten nicht so kämpfen. Das ist keine Option. Hier sind viele Menschen involviert. Wir können nicht alle zustimmen. Ihr könnt die Vergangenheit nicht euch regieren lassen. Ihr macht eure eigene Zukunft. Hier ist eine friedliche Lösung. Es gibt eine friedliche Zukunft. Wir haben keine Zeit. Der schießt.
des Schiffs Meritokratie. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist der einzige Weg, um die Welt zu retten. Die Welt wurde korrupt. Die Welt wurde korrupiert. Gierige Politiker und korrupte Narren kontrollieren die Nation. Chief ist nicht so wie sie. Er sollte derjenige sein, der die Welt nach seinen Visionen wieder aufbaut. Ich denke nicht, dass die Welt vorher so großartig war, aber Shells Plan. Ja. Verweigert. Du weißt, dass wir nicht. Dass wir wenig Zeit haben. Ich akzeptiere nur das Leistungssystem. Es hat keinen Zweck, Chess. Sie werden uns einfach nicht zuhören. Sie sind alle bereit zu kämpfen. Aber wenn wir uns ergeben, werden wir. Müssen wir das tun, was auch immer die Osaka-Fraktion sagt. Was sollen wir tun? Ja, worüber? Ha, das ist richtig. Der einzige Weg, wie wir es tun können, ist kämpfen. Und wir werden sie besiegen. Oh mein. Also, das ist alles, was es zu dem gibt. Dann ist das also alles, was es gibt. Ich weiß, wie stark ihr seid. Also werde ich mich nicht zurückhalten. Haben wir denn hier Piercing Hit? Piercing Hit ist eigentlich so bad. Piercing Hit ist, glaube ich, echt nicht so schlecht. Kiefer, Masanidin. Ja, Masanidin geht. Judgment hätte ein bisschen eine Wall. Wir hatten das. Okay, Fuji hat das. Das ist. Ich hab unnormal Attacks. Ja. Der Crawl sind hier. Physical Appeal. Weiß ich schon mal, mit dem ich da hinten gehen muss. So. Passt. So soll das, glaube ich, hinauf. Wir sind 8 Minuten jetzt schon rein. Das ist noch akzeptabel, muss ich sagen. Range 2, Tech Range ist kacke. Moment. Ah, schade, der würde dann direkt hinkommen. Das Problem ist, dass wenn ich jetzt hier hinlaufe, der mich angreifen wird, aber aus der Entfernung. Offenbar so. Verdammt! Ja, ich. Verdammt! Oh shit. Nicht cool. Ich hab gar keine Viecher, sehe ich grad. Weil ihr Mended Nash oder wie er heißt. Alle weggemacht hat. Das ist nicht cool. Oh Gott. Wen hatte ich jetzt mit I? Ich glaube, Lachs. Gott. Sirius.
Feuer sollte ich haben? Ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, ich überspringe jetzt mal, was sie sagen, weil ich muss jetzt erstmal alles hier beschwören. Das ist. Boah. Das ist so doof. Was ist hier das? Ja. Ein bisschen doof. Ja. Ein kleines bisschen, aber. Scheiße. Boah, wieso habe ich vorher nicht nachgeschaut? Ich habe das total vergessen. Boah, nein. Echt doof. Scheiße. Boah, das ist echt doof. Das ist wirklich doof. Wow. Ich bin so behindert. Also wenn ich jetzt den Kampf noch gewinne, dann gut ab. Aber das ist... Das wird jetzt echt nicht cool. Zuerst will ich den da wegmachen. Ja, er wollte gegen mich kämpfen. Ja. Assassinate. So. Machen wir hier Multi-Strike. Achthundert Schaden. Boah. Gut, dass er weg war. Also, dass er jetzt weg ist. 800 Schaden ist eine Menge. Infinity hoch. Rage Soul. Defense down. Also, nee, Rage Soul will ich nicht. Hier sind jetzt allerdings. Das ist ein Multi-Strike. Battle Strike baut nicht. So ein Multi-Strike. Nochmal Ende. Ich müsste eigentlich beschwören und heilen. Oder wahrscheinlich als er gut. Ja, als er gut. Es gibt sicher dann noch jemanden, der wiederbeleben kann. Ich glaube, bei Ines Corpo sollte es noch jemanden geben. Glaube ich. Ich bin mir da jetzt nicht mehr so sicher, aber das sollte, glaube ich. Masandin, jawohl. Schon mal etwas. Aber wir wollen ihn nicht setzen. Ich will bloß alle Skills haben. Also was anderes.
Kurz dran heilen. Und ich gestört hier mal. Das war 3:23 Uhr. Dann ist 3. Und wie kam es? Ja, wie kam es? Wie kam es? Jetzt habe ich halt 2 Heiler mäßig seit dem Zuhörer. Besser 2 als gar nichts. Schauen, ob wir den hier wegkriegen. Weil mit seinem Evil Flow könnte der ein bisschen mehr Elektroangriffe geben. Ja, gut. Ja, das ist nicht so ganz geil. Wow. 481. Gut. 218. 340. Okay. Respekt. Doof, ich sehe gerade, was der reflektiert. Okay, ich greife den so jetzt nicht mehr an. Das bringen wir mal. So, unbeschwört neue Dämonen. Das ist nicht cool, muss ich sagen. Das finde ich überhaupt nicht cool. Und bei dir, du beschwörst hier bei Weihen. Das wäre natürlich auch noch cool, wenn du da irgendwas hättest. Ah, das ist jetzt echt cool. Lass ihn nochmal dran. Hat einen Sinn, warum ich nicht angreife. Hat einen Sinn. Ja, okay, greift als Duck an. Sehr gut. Barrier. Nee, Barrier klingt nicht gut. Piercing Hit ist nicht gut. Get Jammer, okay, daneben. Gut. 40 Schaden, die hat sich viel gewonnen. Okay. Überhaupt nicht cool. Gut, ich bin vorher dran. Das ist überhaupt nicht geil. Überhaupt nicht. Scheiße. Okay, also Makoto wird mir echt Probleme machen. Und zwar viele Probleme. Wegen dieser scheiß Barrier-Sache. Schön ist ja an meinem Typen. Ja, kann nicht sein, aber. Schön ist ja an meinem Helden. Mit jedem physischen Schlag, den man verpasst, heilt er sich. Das ist echt geil. Oh. Liebenswert. Ja, ist mir egal. Ist mir genauso egal. Ist mir auch egal. Okay, dieser Angriff ist das Beste, was mir hätte passieren können. Jetzt muss ich aber auf meinen Mana aufbauen, also meine MP aufpassen, so kann ich den überall ziehen. Ja, die Gruppe ist mir gerade wenig gefährlich, ich reflektiere so für mich alles, was sie haben. Deswegen kann ich da auf den Mana greifen.
Naja, heilig hoch. Das wäre echt egal. Die einzige in der Gruppe, die nicht alles reflektiert, ist Kassel, wie hieß ja. Ich bin echt wurscht eigentlich. Ich bin echt nicht ohne Wasser. 300, 300, 400. So, weg ist er. Ja, der Part ist jetzt eigentlich auch zu Ende. Ich hoffe, ich muss jetzt eh warten, bis ich wieder sammeln, bevor ich beenden kann. So, jetzt aber, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar oder eine Bewertung, wie ihr möchtet. Ihr findet mich auch bei Facebook und desgleichen. Links in der Beschreibung. Wie eigentlich recht wurscht, ob ihr es macht oder nicht. Ich würde mich bloß über Kommentare freuen. Macht halt einen glücklicher. Schreibt eure Meinung oder Verbesserungen rein, wie ihr möchtet. Ich hoffe es. Ja, ich belohne mich wieder. Wow. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss.